Guten Tag, Leute. Hier spricht euer Pelagim Zolon. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt ein bisschen weitergehen, Leute. Wir könnten mal gucken, was das für ein Ding ist. Aber dann würde ich sagen, Leute, dass wir jetzt ein bisschen gucken. Weil da ist ja noch eine Rüstung, Leute. Die würde ich sagen, nehmen, holen wir uns auch noch. Aber, Leute, ich hätte Bock, jetzt das Ding einzunehmen, Leute. Irgendwie hätte ich Bock, das Ding jetzt einzunehmen, bevor wir zum Berserker gehen, Leute. Hätte ich Lust, den Berserker zu holen, Leute, jetzt. Und dann schauen wir einfach, was passiert, Leute. Das hört ihr hier. Dass wir hier, bevor wir bis zum Berserker kommen, vielleicht die Bereiche noch fertig machen schnell. Und dann zum Berserker gehen. Weil ich jetzt... Hey, Moment! Odin, hol dich! Passt auf! Zu langsam! Oh, immer diese Fernschütz, Leute, immer diese... Okay, ich glaube, ja. So, und jetzt holen wir uns diese Ding, Leute. Würde ich sagen, guck mal, ob wir das Ding holen können. Mal schauen, was das für ein Ding ist. Oh, das sieht schon... Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Sieht irgendwie wie leer aus. Ah, ich komme. Du nicht. Ich muss mich in Acht nehmen. Aber hier in Dunvik sind nicht viele Leute da, Leute. Sind... Ah. Okay, das ist ein... Eigentlich kann man sagen, es ist ein nicht sau gutes Gebiet eigentlich, muss man sagen. Eigentlich muss man das sagen, es ist ein nicht sehr gutes Gebiet, Leute. Ehrlich gesagt, es ist auch gutes Gebiet, es ist versteckt. Es kann sich jeder gut ver... Es ist eigentlich saugut, der Bereich ist... So zusammen, man kann ehrlich sagen, es ist... Okay. Helft mir! Hilfe! Okay, viel sind hier aber nicht, Leute. Okay, das Gebiet ist nicht groß, Leute. Groß ist das Gebiet ja nicht, Leute. Alter, wa... Klar, jetzt kommt da runter, wenn... Ja. So, jetzt müssen wir...
Okay, da drin ist es. Das heißt, wir müssen da runter. Okay, wir müssen mal gucken, haben wir Feuerpfeile irgendwie? Müssen wir mal kurz gucken, ob wir Feuerpfeile irgendwas, die Explosion? Fähigkeiten. Ob man irgendwas in einem Dörfer haben, Brandpulver. Okay, da drin, okay, irgendwie so richtig Brandbombe haben wir, glaube ich. Dann müssen wir halt so nehmen, Leute. So, plündern wir hier nochmal, Leute. Dann komm mal runter. Mein aufrichtiger Dank sei dir gewiss. Okay, hier lesen wir mal. Okay. Okay, einer ist noch, gibt's noch da, Leute. Oh, neue Fähigkeit. Mal gucken, was das für eine Fähigkeit ist. Rennen und packen, Leute. Okay, rennen, packen Sie mal jetzt voll. Alter, Junge, Junge. Und jetzt noch eine normale Truhe. So, haben wir jetzt noch irgendwas drin? Da noch. Noch eine normale. Okay, das heißt, wir hätten durch. Das heißt, wir hätten das schon früh. Wir hätten das schon früher hochkommen. Ah, der letzte, den holen wir. Oh, noch zwei sind noch da. Da ist noch einer und da drüben ist noch einer. Ah, ne, das ist nur die Person. Okay, dann müssen wir noch eine tun.
Okay, die Truhe ist da unten. Okay, brauch 100%, ich brauch mal die nicht, aber so Leute, und jetzt die Sache. Hauen wir ab, Leute, die Sache. Hau mal aus dem Gebiet ab, Leute, und werden weiterreisen, würde ich sagen. Vielleicht kommen wir hier irgendwann wieder, Leute. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwann wieder hinkommen, Leute. Alle, ob man da mal irgendwann wieder mal hinkommt, man weiß es ja nicht. Okay, ah, das ist doch eine Nebel, sonst liegt eine Nebel. Okay, wir müssen die wegmachen kurz. Okay, hier ist eine Nebelmission, wie es aussieht, mal wieder. Seherin, bitte! Ohne den Blutmet werden wir sterben! Blutmet? Aber erst essen wir mal was. Und wir gucken erstmal die Nachricht uns an, Leute, erst die Nachricht lesen. Dein Zelda wird unseren Hof und meine Familie retten! Was ist los, gute Frau? Warum antwortet die Seherin dir nicht? Ich weiß es nicht, aber ohne ihre Tränke ist meine Familie verloren. Okay. Die Tür ist verschlossen und drin rührt sich nichts. Ich sehe mich lieber mal um. Blutspur, die vom Haus wegführt. Hier stimmt etwas nicht. Schmetterlinge. Jemand hat viel Blut verloren. Oh, okay, da ist ich ertrage den Schmerz mit Würde, Freya. Aber bitte, gib mir ein Zeichen. Ich muss dir danken. Das war sehr freundlich. Deine Wunden sind tief. Solltest du nicht im Bett ruhen? Ich trage dich nach Hause. Es ist keine Wunde. Doch das Blut ist meins. Ich habe Freyas Segenstrank gebraut. Für Wachstum auf den Feldern. Blutmet. Gut, du kennst es also. Aus meinem Schmerz entsteht Leben. Oh, bitte, hilf mir zu der Lichtung. Das Feld braucht den Blutmet. Da ist eine Bäuerin an deinem Haus, die ihn auch braucht. Sie erwartet sehnlichst deine Rückkehr. Oh nein, aber meine Felder. Wenn ich scheitere, ist die Ernte dahin. Bitte, bring mich zum nächsten Blutstein. Seherin. Der Schmerz ist schlimm. Doch ich muss das Ritual beenden. Ich könnte sie zum nächsten Blutstein bringen, um das Ritual zu beenden. Oder ich könnte sie zum Haus zurückbringen, wo die Bäuerin wartet. Okay, das ist halt immer die Frage, was machen. Tun wir das Feld fruchtbar machen? Und dann, das ist halt immer die Frage, was man. Wir müssen. Das ist halt die schwere Entscheidung. Ich glaube, Leute.
wir sind da. Bist du stark genug, das Ritual zu beenden? Das bin ich. Aber erst muss ich ruhen. Dann werde ich singen und den Blutmet säen. Das muss ich alleine tun. Ich verstehe. Was kann ich sonst noch tun? Du hast genug getan und dafür danke ich dir. Aber kehre in ein paar Tagen zurück, um die reifenden Felder zu sehen. Das werde ich. Leb wohl, Seele. Okay, ein paar Tage. Mögen die Götter über dich wachen. Leb wohl. Okay, Leute, das heißt, wir werden hier in das Gebiet, werden wir mal zurückgehen, Leute, hier in dem Gebiet. Das wissen wir ja, das ist im Dunweg und halt so in dem im kahlen Gebiet, kann man sagen, im kahlen Gebiet. Ich rufe dich, Frey, gesegneter Bruder der Freya. Das heißt, in dem, hier in dem Gebiet, wo so Ding ist, du werden wir vielleicht die Tage mal hingehen, Leute. Sieh mal. Ja, und dann schauen wir einfach mal, Leute. Am besten. Ah, da hoch müssen wir jetzt. Wir müssen wieder klettern, Leute, zum Berserker. Björn Blutzahns Höhle sollte hier in der Nähe sein. Breite deine Flügel aus. Das muss Björn der Berserker sein. Da unten ist es. Alter, wie das Wasser laut ist, Leute. Alter, ist das Wasser laut. Mauerbrecher, Saat der Schlachtenflut. Bald, Alfild. Bald. Ein Mann, der an der Seite eines großen weißen Bären kämpft. Du bist Björn Blutzahn. Frag die Toten. Was erzählen sie dir? Sie sagen, wir wollen keine Formwandler in diesen Landen. Sie wollten mich tot sehen. Sie waren nicht die Ersten. Und du... Willst du dir einen Namen machen? Eine Leiche mehr auf meiner Schwelle macht keinen Unterschied. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu kämpfen, Björn. Ich bin Eivor vom Rabenclan und biete dir einen Platz in unserer Halle. Ich habe keinen Clan und brauche auch keinen. Du lebst lieber allein hier, mit deinem Bären? Ich übe lieber Rache an dem Mann, der meine Frau erhängte und den Krähen überließ. Wer ist dieser Mann? Ein mercischer Ätherling. Dessen Name meine Lippen nicht besudeln soll. Er hat viele Männer. Womöglich ein Heer. Doch das hält mich nicht auf. Dann lass mich dir helfen. Wenn du wahrlich deine Frau rächen willst, dann darfst du nicht im Kampf fallen. Ich denke darüber nach. Njal, geh mit meiner Bären. Füll ihr den Bauch. Und wenn Njal dir vertraut, wer weiß, vielleicht kannst du mit mir kommen. Okay, das ist eine Kuh. Du bist zahm für solch ein wildes Tier. Ist das so? Sag mir, was frisst so ein Bär wie du? Was immer du willst, ja? Am besten zeigst du es mir. Aber Leute, ich würde sagen, für heute machen wir wieder Feierabend. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann und Peachy, bis dann.